Schwere Aufgabe also für die Truppe von Hans Krankl. Dort wird seit der neuen Geschäftsführung Jürgen Bodenseher gespart und Stars wie eben Trainer Hans Krankl, Stöger, Sané, Czerny wird man vielleicht nächste Saison nicht mehr sehen. Dennoch, der Hans hat wie zuletzt gegen Salzburg seine Mannschaft hoch und motiviert in dieses Spiel gebracht. Zuschauern, aber Föhnsturm am Tirana, der FC Tirol in grün von links nach rechts spielen, ohne Sané, der für Senegals Nationalteam stürmt, ohne den gesperrten Kirchler und ohne den von Hans Krankl eliminierten Václav Danek. Sturm Graz seit 8 Runden ungeschlagen, bestes Frühjahrsteam, aber seit 1989 ohne Punktegewinn am Tivoli. Aber von Beginn an gefährlich. Wettel und Koch hält. Der FC Tirol bemüht. Zu schwach geschossen, um Koryup im Sturmtor ernstlich zu gefährden. Streiter, fleißigster Innsbrucker, sehr offensiv, sehr kämpferisch. Freistoß für die Tiroler. Stöger. Watzinger. Erster gefährlicher Schuss auf Sturmtor nach 12 Minuten. Robert Watzinger. Sturm kompakt, schnell, direkt spielend, im Stil der Heimmannschaft. Markus Schopp. 13. Minute, Sturm führt mit 1:0. Und Torschütze Markus Schopp. Schopp vorbei an Hartmann. Brudler attackiert zudem zögernd. Wuchtiger Schuss der Grazer. Wuchtiger Schuss von Schopp und die Führung für seine Mannschaft. Tirol verunsichert. Mit Abspielfehlern. Wettel. Klassischer perfekter Konter. Vastic. Und Koch im Innsbrucker Tor rettet. Rettet zum Eckball, der nichts einbringt. Andreas Koch. Der Föhn drückt auf Glüht, lenkt den Kreislauf und Sturm drängt. Verwirrung in der Innsbruck Abwehr. Sturm Graz, die bessere Mannschaft. Pfiffe für die Mannschaft und Stress für Hans Krankl. Der Eckball. Watzinger. Nochmal Sturm. Zu kurz abgewehrt. Schopp. Schön gemacht, aber knapp daneben. Halbzeitstand 0:1. Und Transparente, deren Inhalt wohl auch für den designierten Präsidenten für Jürgen Bodenseer gedacht sind. Die zweite Spielhälfte. Der FC Tirol mit dem Wind im Rücken und mit der Hoffnung auf Leistungssteigerung gegenüber dem Elfmeterverlegten. Aber Sturm weiterhin abgeklärter Ballsicherer, gefährlicher. Vastic. Knapp vergeben. Krankl und Mehlig. Tipps, Aufmunterung vom Trainer. Stöger. Janischitz, Ballfehler, schlecht gestoppt, die Chance dahin. Tirol zwar energischer als vor der Pause, aber unter Föhneinwirkung und Unsicherheiten rund um den Verein leiden. Stöger, einer der wenigen Aktivposten, gefault und Freistoß für den Tiroler. Stöger. Janischitz an die Querlatte. Pech für die Tiroler, wie heißt es im Fußballerjargon, wenn man im Eck, wenn man in der Kiste ist, dann gehen solche Chancen eben nicht rein. Florian Schwarz, kurz zuvor ins Spiel gekommen. Wuchtiger Vorstoß des jungen Mannes, ins Außennetz geschossen. Die nächste große Chance. Der Bart der besseren Mannschaft beendet die unglaubliche Negativserie. 1969 hat die Mannschaft am Tivoli nicht mehr gewonnen. Bis heute Endstand Tirol, Sturm 0:1. Die Gedanken der Innsbrucker Spieler schon woanders.
In Deutschland wird nie wer auf die Idee kommen. Da ist im März fixiert, dass der Spieler nächstes Jahr woanders spielt. Da sagt niemand, der ist mit den Gedanken woanders. Bei uns wird das alles ins Negative gefasst, weil man ganz einfach nicht akzeptieren will, dass es Sportler gibt, die sehr wohl einen Ehrgeiz haben und eine Berufsauffassung haben, bis er sich kehrt. Aber wie gesagt, das lasse ich den Journalisten über, das lasse ich dir über, das lasse ich den Zuschauern über. Ich weiß, dass ich das gebe, was ich drinnen habe. Wenn es im Moment zu wenig ist, dann tut es mir sehr leid, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Die Innsbrucker sind schon eine sehr gute Mannschaft. Ich meine, sie haben hervorragende Fußball, aber sie sind total ohne Selbstvertrauen. Und ohne Selbstvertrauen kann man nicht Fußball spielen. Und das hat man heute gesehen. Und sie waren nicht so aggressiv, wie wir die Innsbrucker erwartet haben. Und so gesehen war es in der ersten Halbzeit relativ leicht für uns. Die beiden Ex-Austrainer haben recht, Selbstvertrauen macht alles aus, vor allem das, was der Walter Hörmann gesagt hat, hat zu diesem Tipp geführt, nämlich Tipp 2. So, und ich freue mich, dass ich jetzt mit dem Linzer Stadion verbunden bin.